Hallo Andreas. Moin. Wie viel stemmst du beim Bankdrücken? Also mein Rekord liegt bei 140 Kilo, die schaffe ich mittlerweile aber nicht mehr, aber ich arbeite hart daran. Wie sieht denn eigentlich dein Gesicht dabei aus? Mit dem habt ihr vorher gesprochen, ey. Beim Bankdrücken, ja, nehme ich die Stange runter und gucke dann in dem Moment, in dem die Stange auf meine Brust gelegt wird, nach oben und gucke dann dem Vernehmen nach rechts vorne, wenn die wieder nach oben schwebt. Kannst du mal zeigen? Schön, ne? Schön. Was hältst du eigentlich von Flensburg? Tja, Flensburg, ne? Was soll ich da als Kieler jetzt sagen? Also, es ist natürlich unser ärgster Verfolger und ich denke, das ist das Positive, was ich sagen darf. Schlusspfiff, Anders Eggert tritt zum 7 Meter an. Was denkst du? Gut, gegen Anders Eggert habe ich schon viele Male gespielt. Dieses Mal oder das letzte Mal, worauf wahrscheinlich angesprochen wird, hatte ich das glücklichere Ende für mich. Er hat nur den Pfosten getroffen, aber er ist ein Weltklasse-7-Meter-Schütze und hat alle 7-Meter-Varianten drauf, was diese Situation unglaublich unangenehm macht. Markus Lanz oder Zirkus Halligalli? Naja, es kommt ganz auf meine Laune an. Wenn ich ein bisschen gediegener haben möchte, natürlich Markus Lanz, aber wenn ich gerade sowieso sehr gut drauf bin, dann lieber Zirkus Halligalli. Dein bestes Karnevalskostüm? Uff, ich bin nicht so der Karnevalstyp, auch wenn ich aus dem Rheinland stamme, ehrlich gesagt. Also ich habe mich schon seit Jahren nicht mehr verkleidet und habe deshalb keine Ahnung, aber ich glaube, so ein Ganzkörperkrokodil wäre schon ganz geil. Wem folgst du am liebsten auf Instagram? Auf Instagram folge ich eigentlich nur meinen Teamkollegen oder Gegenspielern und ansonsten traue ich mich eigentlich gar nicht, irgendwas anderes anzuklicken. Je nachdem, wer das dann sehen könnte. Du gibst Manuel Neuer ein Torwarttraining. Was kann er von dir lernen? Ich glaube ganz eindeutig den Spagat. Bachelor oder Topmodel? Weder noch. Ganz definitiv weder noch. Dankeschön. Gerne.